Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Necrosmith. Ja, wir haben schon alles ausgegeben gehabt. Also können wir gleich reingehen in die Runde. Und können gucken, was uns erwartet und welche Körperteile wir kriegen, um sie aneinander zu kleistern. So irgendwelche professionellen Tricks oder so, wie man das hier machen soll, habe ich nicht. Hätte ich mir mal gegebenenfalls ein, zwei Sachen zu angucken können. Das Spiel ist ja schon ein bisschen draußen gewesen. So allgemein. Der Grund, warum ich das Let's Play, oder warum ich, ist ja kein Let's Play, ist ja Eile. Ist ja extra kein Let's Play. Der Grund, warum ich dazu ein Video mache, ist, weil es halt von denselben Entwicklern ist wie von Wallworld. Und Wallworld ist halt auch ein sehr gutes Spiel, das man spielen kann mal zwischendurch. Und das Game hier definitiv auch. So, schicken wir gleich mal die Katze los. Jetzt mit dem Blitz. Stimmt, wir hatten uns den Blitz zuerst gekauft und den noch nicht benutzt gehabt. Der hilft uns dabei, Waves zu clearen oder manuell mal zu sagen, ey, die muss weg. Dass wir uns gegebenenfalls mal sparen können, irgendein Billo-Monster rauszuhauen. Das ist durchaus praktischer, als man denkt. So. Sind wir da hinweg? Sind wir da hinweg? Einmal zu Space. Wir wollen ja sehen, ob hier zum Beispiel irgendwelche Viecher kommen und angreifen. So, und da können wir die gleich umhauen und ein bisschen Geld draus machen. Die Anfangstypen sind ja alle noch okay, das ist relativ wumpe. Halbblutskelett. Ach stimmt, das ist auch so ein. Also diese Templates sind mir immer noch so ein bisschen so ein Rätsel. Weil manchmal gibt es Templates für so komische Kreaturen wie das und manchmal gibt es halt keinen. Bisschen weird. So. Ich denke mal, dann schmeißen wir mal die Katze wieder los, dass sie mal ein bisschen was einsammeln kann. Und warten. Ansonsten haben wir hier schon irgendwas. Nee, keine Turm-Upgrades. Hoffen wir mal, dass die Katze was findet. Ah, tut sie wahrscheinlich. Diese Harpien-Dinger verwende ich nie, weil die nicht cool sind. Cool. Schaden pro Level. Das kann ich bestimmt oft. Ah, kann ich doch nicht. So. Hatte ich nicht noch irgendwie so eine Waffe von so einem Blatt? Oh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht deleten. Auch hier noch so ein Wäffchen. Weil ich aktuell, wie gesagt, warten kann. Wenn ihr ein bisschen erkunden könnt. Moin, Ibim. Auch ein Fuß. Das hatte doch alles kein Hand und Bein.
Das kann man mehrmals aufleveln, das ist gut. Komm, geh weg. Jetzt kann ich doch inzwischen bestimmt irgendwas Krasses rausschmeißen. Habe ich hier doch. Ork-Axt. Hatte ich nicht noch so einen großen Ork-Arm irgendwo? Irgendwas? Ah, hier. Weil das ist ziemlich doof. Hier, vielleicht habe ich doch noch was Krasses. Schade. Dachte, ich hätte schon was Krasses. Aber scheinbar habe ich nur eine Katze. Aber die bringt's auch. So, jetzt muss ich aber tatsächlich mal was zusammenstellen. Und dann nehme ich doch glatt. Und Örklein. Aber der wird allein nicht reichen, das heißt, ich brauche noch einen zweiten. Das ist ein Zombie. Mit wieder nicht vorhandenen Beinen. Sehr gut, das heißt die Dinger. So, und dann sonst habe ich nur Skelettkörper, ne? Skelettkörper. Vollteile, hallo? Ja. Dann wird jetzt hier richtig aufgefahren. So. Und noch. Dichter. Was haben wir noch? Ah, warte mal. Kein Bein. Schlecht ersetzt. Das ist nicht ganz so gut gelaufen, wie es vermutlich sollte. Was ist denn jetzt schon wieder los? Manchmal verstehe ich nicht, warum die Runden so schnell zu Ende gehen. Ich verstehe nicht, warum die spawnen und dann direkt. Wahrscheinlich, weil ich so AFK gucke und die, wenn die angreifen und rauskommen, dann eine Menge Damage fressen. Vielleicht muss man die tatsächlich vorspawnen und nicht. Ja, die Lernkurve ist relativ. Die greifen auch wirklich die Base direkt an. Das ist natürlich viel zu kurz für eine Folge. Da gibt es natürlich noch eine zweite Runde in der. Was zum Teufel? Kann ich denn 300 irgendwo reinschmeißen? Gibt es irgendwas, was 300 frisst? Nope. Das ist auch so ein Schwachsinn. Was los? Pause. Der Kopflose, man kennt ihn. Maximieren wir unsere Gewinne.
Das heißt, im Prinzip sollte ich immer wen zur Hand haben, mit dem ich den ich rausschicken kann, der prügeln kann. Zum Beispiel in so einer Situation jemanden rauszuschicken, der einfach verreckt. Das jetzt? Sind die Monster jetzt stärker oder mehr, weil dieses scheiß Fundament hier steht? Could it be? Could it possibly be? Die Katze kann man, soweit ich weiß, auch nirgendwo anders hinstellen. Verfrühtes Orkskelett, was ist das denn? Warum ist das denn früh? Warum ist das denn eine Schablone? Warum ist denn Magiker-Typ? Ich versteh's nicht. Gesünder plus 45 Geschwindigkeit, ich verstehe wirklich nicht. So. Los, mein Kite-Monster. Lebensmittel machen deinen Toten lebensfähig. Ja, okay, cool. Vorwärts. Ach, das Schild funktioniert gar nicht so wie die großen, sondern... Ah. That's interesting. Ich dachte, diese kleinen Schilder funktionieren wie die großen und machen so ein Schild in alle Richtungen, was die Gegner so ein bisschen wegstößt. Aber das stimmt gar nicht. Oder, stimmt gar nicht, das ist gar nicht der Fall. Sehen Sie hier, jetzt Magier. Oh, le Blitz. Zack, 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 zack. Ey, ein Fuß. Ein Fuß. Fuß. Ja. Du kannst weg. Worauf schießt ihr, Jungs? Achso, die schießen einfach nur. Also ne, die schießen darauf. Vorwärts! So einen größeren Fuß, genau. Das sieht immer noch glatt aus wie so ein Magier. Für Magie! Aber im Prinzip sind das alle Schrottteile. Jetzt habe ich auch ein paar Viecher, die mich beschützen. Das heißt, theoretisch gesehen,
Aber selbst wenn wir die 9 Minuten überleben, weiter können wir dann auch nicht, weil wir nicht genug erkunden gehen. Das heißt, wir kriegen nicht genug Ressourcen. Das heißt, wir können den ganzen Scheiß hier nicht krass aufwerten. Alles nicht optimal. Sogar ein bisschen uncool, könnte man sagen. Ist alles ein bisschen. Sackt alles ein bisschen bald. So wie die Soundeinstellung dieses Mikrofons. Na? Perfekt. So, kriege ich noch irgendwas hin? Da, da. Da. Da, da. Da, da. Platsch. Schaden pro Level. Das Schild ist, glaube ich, mit eins der besten so im Ork-Level. Weil das ist kein Schild von so einem toten Ork, sondern von so einem richtig krassen, lebendigen, saftigen Ork. Also könnte man das schon so reinmachen als Beschwörung, die man raushauen kann. Was ist denn jetzt hier los mit den ganzen Teilen? Ich komme durcheinander. Also. Hier haben wir so ein. Dann. Zombies waren aber schlechter als die Ork-Skelette, ne? Ja. Das heißt, der Rest von den Zombies kommt weg. Die normalen Skelette kommen auch komplett weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Harpien sind scheiße. Das ist auch scheiße. Und dann warten wir jedenfalls auf Zombiebein, wie das da zum Beispiel. Und dann haben wir den wiederbelebten Soldaten. Ein Tempel, das ich tatsächlich wusste. Aber es ist auch nicht schwer zu erraten. Es hat diese ganzen Panzerungssachen, Schild und Schwert, also. Kommen doch schon wieder Viecher, oder nicht? Ah, die kommen gar nicht an. Oh. So Vampirkörperteile kann man richtig gut einzeln in die einzelnen Reihen machen, weil die haben immer diese, die haben immer Regeneration. Vor allem ein so ein Ärmchen oder so kann man noch ran, dann kommen diese Fledermäuse. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen fuck. Das Beinchen. Das ist ernst. Was ist das denn? Ein neues Portal. Bringt uns nicht mehr so viel, aber. So kann man ein neues Portal aufmachen. Wo das, wohin wir dann auch weitere Monster schicken können. Diese Harpien-Dinger sind wirklich schlecht. Weil diese Monster oder die Harpien, zumindest soweit ich gesehen habe, sind mega schlecht. Die machen nicht viel, die können nicht viel und nützlich sind sie auch nicht. Haufen Schrott sind das.
Das sind quasi wie Tauben. Nur Scheiße. So, Zombie-Teile könnte ich auch wegschmeißen, hatte ich gesagt. Zack. Oh, jetzt kommt Viecher. Oh, war ja. Oh, war ja. Das ist der. Oh. Den hätte ich vielleicht nicht da hinten schicken sollen. So und so. So und so. Und so. Zur Verteidigung von Helms Klamm. Was ist das? Riesiges Ausklett. Achso. Okay, vielleicht habe ich übertrieben. Aber wobei, passt eigentlich. Eigentlich genau richtig. Kann da mal wer helfen gehen? Ja, und da haben sich ein paar Leute hingelegt. Sehr schade. Da haben sich aber ein paar viele von mir hingelegt, sehe ich gerade. Uncool. Was geht denn hier ab? Ja, was geht denn hier ab? Was seid ihr denn für fette Viecher? Oh, das ist ein König. Wenn ich den Kopf kriegen würde. Das wäre cool. Aber sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als ob ich irgendwas kriege, außer einen schönen Todesscreen schon wieder. Nein, das ist aber das Ende der Folge. So, wie viel Gold haben wir denn bekommen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 1207, da kann man doch mal irgendwas mitmachen. So. Der Tisch des Nekromanten gibt mir neue Teile und mit neuen Teilen kann ich bessere Viecher machen. Das beeinflusst dieser Tisch, dieses Alchemielabor. Produziert jeden Morgen vier zufällige Zombie-Körperteile und beim nächsten Level würde er halt zufällige Eidechsen-Körperteile machen. Und nach Eidechsen kommt, glaube ich, Eisengolem und bei diesen Eisengolem-Dinger, da bin ich stehen geblieben. Ich glaube, danach konnte man das noch irgendwie aufwerten oder so. Also irgendwie krass im Endgame oder so war ich nicht. Aber ich habe auch eigentlich nur das abgegradet gehabt, den Blitzzauber, den ich deutlich später, den hätte ich deutlich früher haben müssen. Dieses Zurückteleportieren. Hier gibt es auch quasi so einen Teleportempfänger. Ermöglicht es dir, deine Toten in den Turm zurückzuteleportieren. Das ist so ein richtig kleiner Radius, von dem man dann quasi seine Viecher zurückteleportieren kann. Das ist. Der hat auch nur mega lange Cooldown. Und so krass ist er nicht, weil du schlussendlich immer die geilsten Teile mit dabei hast oder immer neu bekommst. Und du wirst niemals dein geilstes Monster wahrscheinlich immer. Also deine Monster, die du beschwörst, werden halt immer besser, dadurch, dass du immer bessere Teile findest. Und dann irgendein schlechtes Monster zurückzuholen. Ich meine, es gab einmal die Situation, wo der echt nützlich war, weil vier meiner Viecher irgendwo am Arsch der Welt genau auf demselben Fleck standen und ich die dann alle zurückholen konnte. Das war praktisch, um mir einmal den Arsch zu retten. Aber ansonsten sehe ich nicht, wieso man hier Gold ausgeben kann, wenn man das Gold auch einfach hier rein investieren kann oder zum Beispiel in das Reparieren von einem Stärksten, der dann gerade in einer Base kämpft. Wobei ich hiermit noch nicht rumgespielt habe. Ist einfach. Ich weiß nicht. Nicht sowas, was sich so krass lohnt. Die Katze lohnt sich auf jeden Fall. Da könnte man nochmal 3000 reinlisten. Aber wie gesagt, der hier, Alchemielabor, so als letzter Tipp mit auf den Weg, nachdem von hier, von dem Necrosmith keine Folge mehr kommen wird auf dem Kanal. Das Alchemielabor lohnt sich immer am meisten. So. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr seid jetzt entlassen. Wenn ihr es soweit geschafft habt, vielen Dank fürs Zuschauen und Respekt an euch. Ich hätte es nicht soweit geschafft. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.